Willkommen zurück zu Nekojishi. Ah, so, wo waren wir denn, meine Lieben? Ja, wir waren hier im Spiel. Following Tiger's Directions, we arrive in a park near Senpai's house in Keelung. Hm. Okay. Liao, please wait for us here. Den Park hatten wir noch überhaupt nicht als Hintergrund, ne? Hm. Huh? Wait. For you? What? I'm not allowed to come? Wait. Nee, nicht wait. Boah, was ist los hier? Warte mal. Ich trinke noch mal Schlucks. Ich bin heute wuselig. So. What? Will you charge right into his house? At the very least, it's rude. And it could even be dangerous, honestly. We can handle this. But I... You yourself are unable to fight. Also you for yourself, kann man doch sagen. Oder you are, aber... Finde ich so jetzt auch wieder erstmal komisch im Klang. Warte, muss ich Foto machen? Schwupp. I couldn't just let you waltz in there. lustige. Da hereinwalzern. die Vorstellung ist schön. Now that you have brought my statue here, you may leave the rest up to us. As much as it troubles me, this is what we must do. Leopard, you have the ability to make things levitate, correct? Yes. Then, would you be able to levitate my statue into the mansion? Oh, wir sind hier in einem Park. Wir sind hier in einem Park. Wie sieht das aus? Yes. This should do. Tiger turns back to face me. Liao, I know how much you worry about others, but I also worry about you. That place may be dangerous, so please help us by waiting here. Alright. But... No matter what, I won't let you put yourself in danger. You are close enough as it stands. Now then, Leopard, let's proceed. Guck mal, Moment ist aber nicht sauer auf ihn. Er nennt ihn jetzt gerade Leopard und nicht Aborigine. Yes. But... Suddenly, the Guardian Tiger statue is floating in front of me. I didn't even realize my backpack was open. Auch so ein Zipper kann man doch sicher auch bedingsen. That's too obvious. Leopard, please levitate it closer to the ground. Okay. Ach ja. Die Vorstellung. Statue fliegt durch den Park. Everything was out of my hands as I stood there in the park, waiting nervously for Tiger to set his plan in motion. So they didn't really need me after all. I mean, at least I had to bring Tiger's statue. There's no way that Licula could have brought it all the way here. Maybe... I should go find a hiding place. I'm pretty close to this his house after all. Als ob hier Leute rumschwadronieren würden und Leute wegknallen hier, die keine Ahnung. Als ob. Nun ja. How dangerous could it be to waltz up to Senpai's house anyway? Ja, das ist echt wunderschön ausgedrückt. Considering how weak I am, I wouldn't place any bets on it. I wish I wasn't just a normal person. I could be stronger somehow. Kannst du. Gibt mehrere Möglichkeiten. Oh, wen haben wir denn hier? Hey, kiddo. What you doing out here? Den habe ich doch so maximal tief gemacht, ne? Huh? Ragu, what are you doing here? I came to see you, kiddo. See me? Didn't you know the rumors about you going to save your boyfriend are spreading like wildfire?
Super. Save my boyfriend? That's not how it is. Didn't you ask your family's guardian tiger to go find the boyfriend of yours? He used a bunch of contacts and resources to make it happen. It would be hard for word not to get out. And how he's charging in here there to rescue the one you care about so much. You can't expect me to believe he's just a normal friend of yours. Now, can you? But I was just worried about Senpai. No matter what you say, kiddo, everyone already thinks he's your boyfriend. Ja, seine Eltern wahrscheinlich auch, und darum ist das ja alles gerade so, wie es ist. But he's not. I got it. That other boyfriend of yours thought you might get bored on your own, so he asked me to come wait with you. Other boyfriend? Yep, they cared so much about you that they were willing to call in a mountain of favors just for you. If that's not the dedication of a boyfriend, I don't know what is. Naja, wir haben halt alle ein ziemlich dickes Band, ne? Eine ziemlich dolle Bande. Das kann man schon durchaus so sehen, weil hier doch irgendwo, je nachdem, wo man sich entscheidet, alle ganz schön was ins Rollen bringen. Das ist wohl so. Now you're just trying to rhyme me up. Well, if they aren't your boyfriend, what are they? Your obedient dog? That's just disrespectful. Please stop talking already. Don't be like that. He asked me to look after you. I couldn't possibly do so without talking to you. Can you look after me without talking? Well, that's not my idea of looking after someone, but yeah, sure, I'll keep silent if that's what you want, kiddo. Whatever. Annoyed, I decide to go sit down somewhere in the park and watch Ragu, who just stands before me, absentmindedly entertaining himself. Ja, es ist ein lustiges Persönchen, ne? After a while, the silence gets to me and I just end up bored out of my mind. He's not that bad. I should at least try to talk to him. Eventually, I muster up the courage to start speaking to him again. As much as Ragu likes to tease me, he's really a great guy. Once we started talking again, it feels like the next 2 hours pass in an instant. Oh, hey, look. My gaze is drawn to the far corner of the park where I see none other than Senpai himself come out from behind the bushes. Hey, Liao! Senpai! Liao! Long time no see! Senpai runs over to me. Since Ragu's watching, I hold him back from pouncing onto me. As much as I didn't want to. Senpai, what happened to you? I've been trying to call you for days. Oh, I'm sorry. I didn't think things would end up like this. At first, I just came round to grab some stuff by my family, ended up keeping me locked up because of, well, our thing. They don't accept that I'm gay. I've tried to object, but no matter what, after college I'm going to marry whoever they arrange for me. Oh Gott, wie traditionell. Somehow, they heard about us. They're trying to force me to cut off all ties to you. So it's all because of me? No. It's not you. It's because of me. It's my fault for letting these rumors spread about us at dance club. I never thought my family would react like this. They took both my phone and my computer, so I really couldn't get in touch with you. I'm so sorry. No, it's not your fault. You shouldn't blame yourself.
Boah, ich würde ja meine Familie sowas von erziehen. Also, boah, das könnte mir nicht passieren. Oh, du kannst da aber. Oder muss ich erstmal was drauf trinken hier? Also, das ist kein Alkohol, das ist Malzbier. Ah, alkoholfreie Biere gehören tatsächlich zu den gesündesten Getränken, die es so gibt. Aber na, ich mag aber trotzdem auch noch anhängen. Sie machen aber auch dick, ne, wenn man es übertreibt. Wenn man jetzt jeden Tag 2 Liter Malzbier trinken würde, wäre es auch nicht gut. Anyway, thank you, Liao. You even came so far to just find me. Well, I just waited around. It was really Tiger who went through through all the trouble to find you. Warte, Foto machen, Foto machen, Foto machen und schwupp. Okay, you two little lovebirds. Sorry to cut in your reunion, but now that you're all together again, it's time for me to take my leave. We're not together. You're great, kiddo. See you another time. Ach, der Drache ist lustig. Der mobbt immer so liebevoll. Ja, see ya. Well, thank you. Once again, Ragu disappears with a bout of laughter and hearty smile, fading away without a trace. I'm so happy Liao come to help me. But of course, I also have Kulau and the old man to thank. They did make it possible for me to sneak out after all. But honestly, I was fine. I've just been grounded for 3 days. for a free. Was ist los hier? Few days. I'm kinda worried how extreme your family is about. Yeah. Grounding you though. Es ist schockierend. Da würde ich ja alleine schon aus Reaktanz sagen. Weißt du, also, ich meine, ich bin ja auch anders, ne? Also, müssten wir so Arm in Arm, ne? Oder Händchen halten, müssten wir eigentlich so zurückgehen. Einfach nur, um die Familie so zu Tode zu schockieren. Weiß ich nicht. So eine Familie hat's verdient. Ist dann einfach so. Right, huh? There's not really anything I can do to fight back about it. I'm glad you came over to see me, but I still need to go back before they notice I'm gone, though. Couldn't you just run away? That'd be like cutting off all ties and burning my bridges with them. But I can still spend some time with you before I have to be back. Will you go on a date with me? Now? The tiger's not even back yet. We don't have much time before I have go. I have go back, please, Liao. Oh Gott. Was? Boah, Alter, das ist doch jetzt nicht wahr. Weil in dieser Situation ihm diesen quasi schon wie so einen letzten Wunsch in Bezug auf uns auszuschlagen. Weißt du, das ist ja jetzt, oh Gott, ist das ein Schmarrn. Was ist das für eine Entscheidung? Tiger told me to stay here, I should spend some time with him. Wow. Also ganz ehrlich, da muss ich abspeichern. Also, ich muss abspeichern, weil eigentlich darf ich das ja nicht, weil ich will ja das Tigerende bekommen, ne? Aber mein Herz sagt mir, ich kann doch ihn jetzt nicht hier stehen lassen nach allem, was, also, das geht ja gar nicht. Oh Gott, nee. Das geht ja gar nicht. Also von daher, ja. I'd be happy to stay with you for a little while before you go back. Thank you, Liao. Let's not waste a single second. Senpai takes hold of my hand, das ist schon knuffig, dragging me away from the park with him. Senpai, where are we going? There's this nice place, not that far from here. I've always wanted to show it to you. Really? I thought shopping was the only thing you cared about. As much as I like shopping, that's not what I want right now. I want to take you somewhere special. I guess you're right. Eine Straße.
Senpai tightens his hand around mine as he leads me away from the main streets and down some small village paths. Aha. He's skipping along, humming to himself, brimming with joy, clearly Hicks, loving every minute of us being together. It's hard to imagine he's been held like a prisoner in his own home. Hmm. Falling into my world. Seeing Senpai so happy, I can't help but smile. Ja, knuffig ist er ja schon, das ist wohl so. Whenever we are together, it's always been somewhere busy, full of other people. But here, walking hand in hand down this quiet road, it feels so nice just to be with him. Oh, it rained. My thoughts dilute away as a little patter of cool rain hits my skin. Oh, it's starting to rain. Da bist ein Captain Obvious. Should we find something to stand under? Ach, come on, it's just a drizzle. Let's keep going. He wasn't fazed in the slightest. It was a very light rain, actually more like a wet fog, covering everything around us in gray. Naja, so grau ist nun auch nicht. Sometimes it's kinda nice to just walk around here in the rain. Aber das stimmt. Das kann durchaus sehr... Das hat was. Aber ist im Sommer schöner als im Winter. You really can't feel the cold, can you, Senpai? You're not even wearing a jacket. There's no way I could catch a cold, after all. I get all warm when I'm around you, Liao. Oh Gott, das ist ja so schmalzig. Es ist unglaublich. Really? I have nothing to do with that. I knew he was just joking around, but I still felt embarrassed. Hey, it's up ahead. This way, come on. Without saying another word, Senpai runs off down some street. I follow him, trying to catch up. Liao, look, hey, watch out. Was, bist du Navi oder was? What? Oh, was zum... Was? Was? Liao! Was zum? Liao! I'm so sorry. Anyone? Was? Was ist gerade hier abgegangen? Wir haben... was? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe weiß. Hallo? Ist hier jemand? Auf jeden Fall haben die eine gut bezahlte Putzfrau. Hier ist nichts. Oh. Was? Immer noch nichts? Senpai? Was? Liao, come on! It's time to get up, sleepyhead! Don't get lazy just because midterms are over. It's boring when you're all... When you're asleep? Das erinnert mich ja fast schon irgendwie an das erste... Was? Senpai? Yep, right here. What? Did you forget me? Am I really that sleepy? Senpai, how did we get back here? Where else would we be? Was? We've been living together for a month now. Are you saying you don't want me to be here? We're living together? Man, you really did oversleep. Snap out of it. It's me, your boyfriend. But the folding table in the corner is still full of his stuff. As if we were still living together. What? Träumen wir das jetzt gerade, weil wir einen vor Bomb gekriegt haben? But where are Ligula and my guardian tiger? I look at the bookcase, but tiger statue is nowhere here to be seen. Where is guardian tiger? Guardian tiger? You mean me? I mean, my family's guardian tiger. Liao, what are you saying? I am your family's guardian tiger. Huh? But... I'm your family's guardian tiger. I used to be a Yaogwai, but Goddess Mazu summoned me... long time ago. How could you forget that? My family's guardian tiger. Aren't you... the leopard cat that possessed Yan Shuqi's body? I only borrowed his body to be more helpful to you. How did you forget that? Did you get
sick last night or something? Das verwirrt mich ja gerade selber. Das muss ein Traum sein oder so. Aha, er träumt dann aber mit ihm zusammen zu sein. Interessant, interessant. Senpai holds his paw against my forehead. Huh, you don't seem to have fever. You're playing a joke with me or what? I'm not. Well, it doesn't matter. Even if Liao has amnesia, I'll still be here. Was? Was? I will still be here to look? Was? Das geht doch nicht. Das geht doch so nicht. Warte. Und Schwuppfoto gemacht. I'll still be here to look after him. He has nothing to worry about. But if you really are sick, you should get some more rest. Och, das ist ja knuffig. Das ist ja niedlich. Ich krieg schon wieder Diabetes, dieses Spiel. Ne, das ist so schlimm. Das ist, es gab ja schon einige Szenen im Spiel, wo ich so dachte, ne? Diabetes? Senpai climbs onto my bed and sits up against the wall. Nö, die Wall ist noch ein bisschen ein Stückchen weit weg. Then he has me rest my head on his lap. Das ist so niedlich. Ich wollte ja gerade sagen, da müsste ich eigentlich einen Screenshot von machen, aber ganz ehrlich, ich nehme doch gerade auf. Ja. I'm using his knees as a pillow. Ha! This way I can give you some of my chi. Aha. Senpai rests his palm against my forehead. I love the feeling of his fluffy paws. Das ist ja tatsächlich auch in der traditionellen chinesischen Medizin nichts Ungewöhnliches, ne? Dass Qi gegeben wird. Im Westen sagt man, nö, können wir nicht messen, können wir kein Gerät dran halten, was den Qi-Fluss misst, also glauben wir da mal nicht dran. Aber mit auch Erfolg, chinesische Ärzte werden nämlich nicht bezahlt, wenn jemand krank ist und da erscheint. Die chinesischen Ärzte werden bezahlt, wenn der Kunde wieder gesund ist, der Patient. Da sollten sich hiesige Ärzte mal was schon abschneiden. Naja. Ja, also von daher, so Qi zu übertragen und damit auch Blockaden im Körper zu lösen, ist da normal. Fluffy Paws, ja. He starts to hum a soft tune. Huh. I still don't quite get it, but the confusion in my head is melting away. I close my eyes, beginning to fall asleep to the feeling of his warm touch and the sound of his soft melody. Und nun? Alter! Was? Wir sind gestorben? Oh! Das fällt. Oh! Und die Melodie dazu. Habe ich gerade eine Ganzkörpergänsehaut. Oh. Was? Das war das erste. Oh! Das war aus Versehen das erste Ende von ihm. Ich und mein Rumprobieren. Alter! Boah! Oh Gott, ist das. Scheißdreck. Das kann doch nicht sein. Das ist echt ein. Und ich dachte die ganze Zeit, wir wachen jetzt irgendwie im Krankenhaus wieder auf. Boah. Oh, ja, das bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, muss ich gestehen. Gib mir mal 5 Minuten, ich mache hier einen Cut. Ich bin wieder da. Boah, nee, also das war ja echt, also das war ja durchaus ein grausames Ende. Wir haben eigentlich alle zurückgelassen. Alle so, das geht ja gar nicht. Alter, also die Entwickler sind aber auch teilweise echt ein bisschen grausam in ihren, also was die Story angeht, ist das ja teilweise echt sowas von fies. Also, weiß ich nicht. Das war gemein, das war richtig gemein. Bei den ganzen Teaser-Endings, da konnte ich mich ja durchaus zusammenreißen, aus dem Grund,
dass ich halt viel durchrushte ins Spiel. Ich war nicht so drin, weißt du? Jetzt hatten wir eben sehr viel Neues, was wir alles noch nicht kannten. Das heißt, ich konnte mich wieder adaptieren, reinfühlen, mich identifizieren mit der Rolle. Da hat mich also das abrupte Ende, wo dann auf einmal klar wurde, oh, nee, du bist gerade gestorben, das ist kein schöner Traum und du wachst gleich wieder auf. Das ist verdammt, also das geht ja, also das... Wie ist das? Ich bin noch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde einfach keine Worte zu. Das könnte ich doch nicht machen. Ich meine, irgendwo ist das natürlich auch ein romantisches Ende, ne? Zu sagen, Mensch, guck mal hier. Der letzte Gedanke, den er hatte, der war halt, dass er sein Leben quasi zum Schluss zusammen verbracht hat mit Senpai. Aber eben nur in einer kurzen Vorstellung, bevor es dann ganz ins Licht ging. Und ja, weiß ich, dieses mit dem Chi geben, ist das irgendwie eine Anspielung gewesen? Hat, was weiß ich, Senpai vielleicht versucht irgendwie zu reanimieren quasi durch sein Chi, ne? Also man kann, ich weiß ja nicht, natürlich, es wäre möglich, denke ich mal, zu reanimieren für einen Geist. Das Problem ist, ein Geist hat nicht die, sag ich mal, das hat eine, also Geister haben die Erscheinung von Lebewesen, aber nicht den Aufbau unbedingt. Die haben ja innen drin nicht unbedingt Organe. Deswegen ist das mit dem Luft, ne, reinpusten ein bisschen schwierig. Die atmen ja auch nicht, um zu sprechen, sondern benutzen Telekinese, um Gedanken in anderen Leuten entstehen zu lassen. Lippen bewegen ist trotzdem auch durchaus drin, weil, naja, ich sag mal, viele Dinge sind im Geistreich einfach so, weil wir sie uns so vorstellen. Genauso wie eben die Erscheinung von Geistern hier in diesem Falle auch jede Erscheinung annehmen kann, die sich vorgestellt wird. Naja, und deswegen, also es wäre aber möglich, einen Schock in den Körper zu drücken, eben durch Chi, den Chi-Fluss quasi wieder ins Fließen zu bringen durch einen Chi-Schock von außen. Deswegen, das könnte ich mir so vorstellen, dass das dafür symbolisch war, so nach dem Motto, es nochmal zu versuchen, zu reanimieren. Oh, boah, ja. Das war so richtig, weißt du, das ist wie, als ob man irgendwie so ein Tier mit irgendwas Süßem anlockt und so langsam eine Spur, eine Fährte legt und dann wartet am Ende irgendwie so eine Bärenfalle, roms das Tier in der Mitte durch. So fühle ich mich gerade. Weißt du, so, oh, neue Geschichte, oh, was ich noch nicht, wo ich noch nicht, ne, keine Ahnung von habe und so. Und dann, weiß nicht, war ja alles ganz, ganz nett und, ach Mensch, gucke mal, da hatte ich das Spiel nicht mal gequält, weil gestern, da musstest du dreimal miterleben, wie sich wegen Enten verkracht werden musste mit Ligulau. Jetzt war da wirkten die aber gerade wieder so relativ nah, auch wieder zusammen im Bett und alles und ja, yeah, alles nett und auch noch ein Park, neue Szene und so. Habe ich schon gedacht, Mensch, was denken sich dann wohl aus? Wie löst man das Problemchen mit der Familie? Ja, im Zweifelsfall einfach gar nicht. Was müssen das für Schuldgefühle sein? Oh, ich lade dich nochmal hier so auf ein letztes Date ein. Wams. Ja, das danke fürs Gespräch. Boah. Also wenn ich irgendwas... Ich weiß aber, einer der Erfolge heißt dreimal vom Auto überfahren lassen. Wenn ich das jetzt auch noch zweimal mache, kriege ich einen Erfolg, ne? Load. Alter, ist das mies. Ja. Oh. Boah. Also das Bild, das ist ja extrem süß. Das Bild am Ende, das war ja mega süß, aber... Oh. Ich kann das noch nicht ganz annehmen. Ja. Kriegen wir jetzt echt den Erfolg? Ich sehe hier nichts. Load? Oder weiß ich nicht, war da irgendwas falsch? Irgendwas habe ich gesehen mit dem Auto überfahren. Ich habe aber nie gedacht, dass das einfach so... Also ich dachte, das kündigt sich an oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Nee, es passiert nichts mit dem Erfolg. Oh, nee, also das Ende, das geht ja gar nicht. Das ist ja voll bösartig. Und ich dachte, wir haben schon alle Bösartigkeit erlebt, die das Spiel noch so für uns... Also, das geht nicht. Meine Lieben, heute können wir ja mal eine relativ normale Folgenlänge machen, weil das war so hart. Das reicht für einen Tag. Also, das, Nee. Das ist,
Wie gesagt, da habe ich noch gedacht, schlimm kann es jetzt nicht mehr werden, weil man ist schon vieles gewohnt und wie gesagt, durch das ewige Überspringen, Spulen, weiterklicken, weil man das alles schon kennt und so und dann nur kurz in die Enden reinspulen, da kann ich noch so ein bisschen, ne, da ist man nicht so schnell drin. Aber in dem Fall zieht das nicht. Das ist ja fast schon ärgerlich. Ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Spiel mich künftig zusammenzureißen. Und ich dachte, das funktioniert jetzt. Ja, leck mich Arsch. Sorry, das... Wir machen noch, also... Morgen gucken wir weiter nach Enden, aber erstmal für heute. Oh, wisst ihr was? Wenn wir schon mal dabei sind, uns schlimme Enden anzugucken. Oh, wenn ich das so recht überlege, ein mögliches schlimmes Ende, was ich mir vorstellen kann, dass es nicht schön ist. Aber ich brauche jetzt wirklich erstmal kurz, ich mache mir jetzt ein Räucherstäbchen an und komme erstmal wieder in meine Mitte. Weil sonst wird nichts aus meinem Vorsatz, dass ich mich von diesem Spiel nicht mehr Sand in die Augen spritzen lasse. Wir sehen uns morgen wieder und dann versuchen wir ein weiteres Ende. Und dann versuchen wir wirklich nochmal ein weiteres Teaser-Ende. Und wisst ihr, ne, es ist ein Bad Ending. Oh nein. Aber wie gesagt, die verbliebenen Enden mit Ligolaus sind auch Bad Endings. Das kann doch nicht sein. Warum baut dieses Spiel so auf diese Traurigkeit, Wow. Ist doch kein Wunder, dass ich in den ganzen Rezensionen überall gelesen habe. Also eigentlich bin ich nicht nah am Wasser gebaut, aber da musste ich heulen. Ja, es wundert doch auch kein Schwein bei den Sachen, die sie hier... Und wisst ihr eigentlich, dass das ein Dojinshi ist, was der in der Hand hält? Der Teaser liest hier gerade eine lustige Piep-und-Piep-Geschichte. Oh, verrückt. Ja, nee, da dachte ich noch, was ein niedlicher Traum im Krankenhaus oder auf dem Weg zum Krankenhaus. Ah. Dabei war das quasi unser letzter Gedanke. Tja gut, es gibt wesentlich schlimmere letzte Gedanken und es hatte alles eine Romantik, aber das geht jetzt absolut nicht. Deswegen sag ich erstmal, oh, danke fürs dabei gewesen sein, wir sehen uns gerne morgen wieder. Und bis dahin einfach mal Tüdelü.